Ja gut, also Servus, grüß euch. Heute zur unserer Wahlveranstaltung von der AfD in Ilmendorf. Ich muss sagen, ich habe es am Dienstag auch schon sagen müssen. Es hat mich sakrisch gefreut. Es sind auch wieder, knapp 45 Leute da. In Rhein-Eck waren es auch, glaube ich, 48. Also wir haben zwei Veranstaltungen. Und das ist wieder sehr gut besucht. Freut mich wirklich, dass Sie da gekommen sind. Wir haben ein Programm, das dauert ungefähr eine Stunde. Das ist jetzt nicht wie bei manchen anderen, die das ewig weit strapazieren, das machen wir nicht. Uns ist wichtiger, wir wollen eine größere Fragerunde machen, ist jetzt hier zum Wort gekommen, wir sollen euch nicht totlabern auf gut Deutsch. Genau. Ich möchte mich bedanken bei der Familie Thurber, dass wir kommen haben dürfen. Dankeschön, sagen wir da. Dürfen wir auch klatschen. Genau. Da sitzt alle sechs Kandidaten, alle sechs Stadtratskandidaten von Geisenfeld. Ich stelle es ja ganz kurz vor. Also Listenplatz 1, das bin ich selber, der Robin Josef, die meisten kennen mich. Wir gehen aber dann noch genau auf die Kandidaten selber ein. Dann haben wir Listenplatz 2, das ist der Herr in der Mitte, das ist der Andreas Schmidt. Hallo, perfekt. Nummer 3 ist unsere hübscheste Dame, was wir dabei haben, das ist Sabrina See. Die ist jetzt noch in Arbeit, die kommt aber dann. Ja, viertel halber die Stunde kommt die und die stellt sich natürlich auch vor. Dann haben wir einen Listenplatz 4, das ist der Andrew Eichler, der ist auch da. Einen Listenplatz 5, das ist unser Jens Kegler, der ist auch da. Und unseren Listenplatz 6, das ist der Martin Weichenrieder. Der Martin arbeitet im Schichtbetrieb, der hat diese Woche leider Spätschicht. Aber ich glaube 5 von 6, das sind über 80%, die da haben. Das bringen eigentlich die wenigsten Gruppierungen und so viel Leute herkriegt. Das haben wir in Rhein-Neckar schon gehabt und da hier auch. Okay, der für Anfang an Listenplatz 1, das bin ich selber. Ich bin der Robin Josef, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Ilmendorf. Die meisten kennen mich eh, also oder fast alle. Messtechniker vom Beruf, genau. Bei mir ist das letzte Jahr sehr steil bergauf gegangen, sage ich mal, in der AfD selber. Ich bin im September als Beisitzer im Bayerischen AfD-Landesvorstand reingekommen. Das muss ich so vorstellen, wir haben einmal im Monat eine Sitzung, meistens Sonntag, und die geht dann über 6-7 Stunden. Da werden Themen noch gesprochen, Kampagnen, was wir in nächster Zeit machen. Also es sind meistens 27 Tagesordnungspunkte und da bist du eigentlich am Tag beschäftigt, sagen wir so. Ist aber sehr interessant, ist anstrengend, aber sehr interessant, muss ich sagen. Genau, dann einen Monat später bin ich am Bezirkstag von Oberbayern als Nachrückergänzung, weil eine Dame von uns ausgeschieden ist. Der Bezirkstag von Oberbayern, den kenne ich nicht so viel, der Bezirkstag ist zwischen Kreistag und einem Landtag quasi. Also in Oberbayern gibt es ein wunderschönes Bezirkstagsgebäude. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal besuchen dürfen, also das ist recht interessant. Da gibt es insgesamt 82 Bezirksräte, 30 CSU, 7 AfD und da geht es runter bis Tierschutzpartei die Humboldt. Genau. Okay, und seit 2 Jahren bin ich ja schon in unserem Kreisvorstand, weil wir gehören zusammen. Also alle Kandidaten von uns kommen von Freising, Pfaffenhofen, wir haben einen Kreisverband mit aktuell, glaube ich, 124 Mitgliedern. Und da kommen alle unsere Kandidaten aus dem, auch haben wir auch Parteilose dabei. Und das ist ja in der Kommunalwahl soweit erlaubt. Genau. Jetzt Hobbys habe ich bei mir. Ja, das ist momentan das größte Hobby, ist die AfD. Bei mir mit dem Kommunalwahlkampf auch noch, da dreht sich fast nur noch alles um die AfD. So ist das, genau. Theater spielen tue ich auch noch. Haben wir letztes Jahr nicht gemacht. Wir haben es aber, wissen Sie, Lisa, gell? Du musst mitspielen, heuer, wissen. Wir haben heuer die 1200-Jahr-Feier, wie ihr alle wisst, in Ilmendorf. Da werden, die Fall ist auch aus, nicht, dass ich es auslasse. Wir werden heuer da auch wieder was aufführen, werden da ein Stickerl machen. Das ist 17. 18. Juli, glaube ich, heuer im Sommer, genau. Dann tue ich noch Stockschießen, mache ich auch zu wenig momentan, gell Heinz? Ja, das wäre jetzt dann auch wieder besser, dass ich mehr da komme. Und Stefan, ob ich es gelernt habe, damals ein Stockschießen. Gell? Genau. Und mit Freunden und dem ist mir wichtig, also daheim hocken mag ich nicht so gerne, ich mag unterwegs und fort sein. Genau. Wenig Weltwert. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle unsere sechs Kandidaten für Geisenfeld. Wir betreiben Sachpolitik. Uns ist das wirklich, ich sag's jetzt mal, scheißegal, welche Gruppen einen Vorschlag macht. Das interessiert uns nicht. Interessiert der Vorschlag. Wenn der Vorschlag gut ist, dann stimmen wir den Vorschlag zu.
Weil das geht für die Bürger. Auch wenn andere Monate kann man nicht zustimmen, dann steht die Partei in einem guten Licht, die XY-Partei. Das ist uns scheißegal, wenn die was Gutes machen, dann darf er in einem guten Licht stehen. So einfach ist die Sache und das vertreten wir alle. Und wenn man ein Beispiel aus dem Bundestag nimmt, ganz kurz, oh, schneide ich das so. Wir haben zum Beispiel, die AfD hat schon 3 Anträge der Grünen mit unterstützt, weil die gut waren. Das machen andere vielleicht nicht. Normal stimmt ja die AfD die Grünen nicht zu, aber wenn die mal was Sinnvolles bringen, was ihnen oft vorgibt, dann stimmen wir auch die nicht zu. Das muss man auch sagen. Das finde ich eigentlich der richtige Weg in der Politik. Genau. Ja, was passiert also? Wenn ich gewählt werden sollte, dann gibt es sofort 2 Anträge in Geisenfeld, die werden gestellt. Der erste Antrag, ich beantrage eine Bürgeraussprache vor jeder Stadtratssitzung. Das heißt, das ist aktuell nicht möglich. Man muss, der Stadtrat, man muss einen Antrag stellen, einen Beschluss, dass sie die Bürger, wenn sie wollen, sich eine halbe Stunde vorstellen können im Stadtrat. Pro Bürger, wenn jetzt, sagen wir dir als Beispiel, der Hans hat jetzt irgendwas, weil er mit dem Opfer irgendwas machen will, ich weiß es nicht, und dann Zuschuss will und den kriegt er nicht, dann kann der Hans dann auch, kann der einen Brief schreiben, schreibt dann statt hin, ich möchte zu dem und dem Punkt auf der Stadtratssitzung Stellung beziehen, darf ich dir 5 Minuten, darf ich dir vorstellen, sagst, das und das ist es so und warum brauchen wir das so? Und dann haben die Stadträte früher ein bisschen Einblick und verstehen eigentlich den Hintergrund, warum du das willst und sagen nicht, nein, spinn du, was möchte ich denn da? Und wie gesagt, für das dies möglich ist, braucht es erstmal einen Beschluss, dass man das stellen kann. Wenn der Beschluss gefasst ist vom Stadtrat, hat jeder Bürger immer die Möglichkeit, dass er sich beim Stadtrat anfragt und seine wenn es Tagesordnungspunkte gibt, ausführlich aus seiner Sicht darstellt, sagen wir es so. Wie gesagt, das hat auch was mit Bürgernähe auf jeden Fall zum tun, dass man die Bürger mitnimmt. Ich habe selber die 7 Wahlflyer von alle 7 Parteien gelesen. Man muss ganz klar sagen, manchmal ist man unterschiedlich zu anderen Parteien, aber Bürgernähe hat sich jede Gruppierung, auch mir, groß auf die Fahne geschrieben. An so einen Antrag muss eigentlich jeder zustimmen. Da kann keiner aus, wenn es vor der Wahl Bürgernähe, sagen wir, sollen sie es nachher einhalten. Genau. In Stein auf jeden Fall, dann schauen wir mal, was rauskommt. Dann der zweite Antrag, was wir stellen, das ist ein 6-Jahres-Kodex. Ihr wisst es alle, der Bürgerentscheid Nord, was war, das war es mit der Bürgerinitiative, wo wir das kippt haben, also den Stadtratbeschluss, der wo eigentlich gegen den Bürgerwillen gesprochen hat. Man hat es ja gemerkt, letztendlich waren es 78,2%, die wo dieses Gewerbegebiet mit dem Monster-Logistiker da unten nicht wollten. Das hat man eindeutig gemerkt. Ein Stadtratbeschluss, der ist am 17. März 2019 ist er gefasst worden. 2 Tage nach der Wahl am 17. März 2020 hat er keinen offiziellen Wert mehr, wenn sie die Leute nicht daran halten wollen. Wir sagen, wenn man die Bürger fragt, wenn man so einen Aufwand betreibt, wir haben Fürbürgerentscheide, aber dann müssen sie die 24 Leute und Bürgermeister, die wo geweiht werden, egal von welchen Gruppierungen, das interessiert nicht, für die fordern wir, mit 1, 2, 3, 4 Leute, keine Ahnung, wie viele das mal jetzt sind, wir fordern, dass sie die einen Kodex, das heißt, dass sie die verpflichten, in ihrer Amtszeit, in der Periode von den 6 Jahren, dass die diesen Bürgerentscheid nicht anrühren. Und dann schauen wir mal, wie die Fraktionen abstimmen. Also die AfD wird auf jeden Fall hundertprozentig dafür stimmen. Ein paar andere Parteien, was ich jetzt schon gehört habe im Hintergrund, haben so ähnliche Forderungen. Eine Partei, glaube ich, hat auch gesagt, sie hat es verstanden, die haben es nicht verstanden. Die haben es jetzt schon wieder alles vergessen und ich hoffe, die kriegen auch die Quittung bei der Wahl. Okay. Sag aber nicht den Namen. Das war's von mir. Ich werde die Moderation weitermachen. Jetzt kommen wir die nächsten Kandidaten, ihr seht es mir dann wieder und vorher sage ich einfach mal Danke. Listenkandidat 2 ist der Andi Schmidt. Hallo, grüß euch. Schön, dass du zahlreich gekommen hast. Mein Name ist Andi Schmidt. Bin aus Geisenfeld, 30 Jahre alt, gelernter Kfz-Mechatroniker. Als Hobbys habe ich Schwimmen in die Badeseen damals nicht voll da. Genauso wie Radl fahren und zu Fuß spazieren gehen in die Wälder. Als Themen, Josef, du musst noch umschalten. Ja, Entschuldigung. Zum einen werden wir auf jeden Fall mal schauen, mit Sicherheit für die Frauen und Kinder, generell alle Bürger. Das ist ein Punkt, der ist aktuell tragbar. Das muss man immer wieder abschätzen, aber für das müssen wir auf jeden Fall einsetzen. Dann auch für den effizienten Einsatz von unseren Steuergeldern. Aber es ist ja teilweise passieren da Sachen, die man ein bisschen fragwürdig haben. Aber da muss man einfach schauen, nachrechnen und schauen, was da passiert. Für das bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir da die Finger drauf schauen, was da passiert.
Verkehrs- und Baugebietsplanung ist auch so ein Problem. Nur ist das alles in Ordnung. In Eimbadau schaut es relativ gut aus. In Greisenfeld fallen mir viele Sachen auf, da werden hier Baugebiete dazugeschustert, wird da was dazugeschustert, aber keine Zubringerstraßen, so die Hauptstraßen dazu. Es ist nur in Ordnung, aber auch bei weiterer Zuflickerei funktioniert, das ist auch fragwürdig. Und zum Schluss möchte ich noch, als wichtiges Thema ist das Public Viewing am Stoppplatz, EM und WM Veranstaltungen. Das hat zum letzten Mal gescheitert an 16.000 Euro in der, wo die Stadt Kostenrisiko, das Maximalkostenrisiko gehabt hat beim frühen Ausscheiden. Da sollte man vielleicht was machen. Das ist ja nur eine Gemeinschaftsveranstaltung, wo viele Bürger zusammenkommen können, das sollte man schon fördern. Vielleicht können wir da den einen oder anderen Betrieb als Sponsor mit reinholen, dass die Stadt da nicht das volle Risiko tragt. Aber ich würde sagen, sowas müssen wir schon mal wieder machen. Dann haben wir einen Punkt mit der Umgehungsstraße. Da gibt es zwei Varianten, oder eigentlich eine Variante, und teilweise wird das gemacht. Das sehen wir ziemlich kritisch. Wenn man die Landkarten mal anschaut, sind wir sowieso schon in einem Umfahrungsgebiet drin. In einem großen Umfahrungsgebiet drin. Und damit ist es eh fragwürdig. Die Straße im Südwesten, die kommt von Königsfeld her und dann raus B300. Wenn man schon sieht, sofort keiner. Die macht gar keinen Sinn. Die Nordseite ist auch fragwürdig. Zum einen ist oben bei Nötting im Waldgebiet drin, da müssen viel Wald gerodet werden, also das machen wir gar nicht mit, dass man hier den Wald abholzt für das Ganze. Ob das Sinn macht, ist auch sehr fragwürdig. Das war nämlich nur so eine leichte Abkürzung darauf. Die war genauso bei Kirum möglich zum Fahren. Das ist ein Punkt. Die Umgehungsstraße ist ein leidiges Thema seit Jahren. Es heißt ja immer, die AfD hat hier bloß immer schlaue Vorträge, die einfach gingen. Wir haben einen ganz einfachen Vorschlag. Wir gehen mal her, machen die B300 weg. Also baut lassen, die wir schon abreißen. Nicht? Wir gehen mal her, oben bei der B16 bis runter nach Langerbruck. Wird umgewandelt zur Staatsstraße. Damit kann man das Verkehrsleitungssystem ändern, die Beschilderung ändern. Das sind einfach Verkehrssteuerungsmaßnahmen, die wo relativ schnell umsetzbar sind. Zwar nicht von heute auf morgen, aber die haben in einer absehbaren Zeit umsetzbar. Die Umgehungsstraße, ein Riesenprojekt, sehr kostenintensiv. Acker werden geteilt, Flächen ist ein Riesenproblem zum Kriegen. Das sagen wir sehr kritisch. 20 Jahre lang passiert nichts. Jetzt werden wir mal hergehen und dann sagen, wir machen jetzt das. Machen die B300 weg, damit darf man mal Entlastung haben. Da muss man irgendwie weitere Sachen machen. Das sind nur Verkehrssteuerungsmaßnahmen, Beschilderungen, Navigationssysteme umprogrammieren und das ganze Zeug, das kommt noch und noch. Sagen wir mal, das ist kostenmäßig viel, viel geringer als wie ein Bau. Schnell umsetzbar und ich denke mal, da kann man mal umsetzen. Wie das dann in Jahrzehnten ausschaut mit der Umgehungsstraße, das kann man dann wieder neu justieren. Aber derzeit macht es überhaupt keinen großen Sinn, da rumzumwurschteln. Als nächstes Thema haben wir hier den sozialen Wohnungsbau. Die Stadt ist ja etwas aktiv derzeit mit sozialem Wohnungsbau. Die vermisst allerdings behindertengerechte Wohnungen. Barrierefrei, behindertengerecht. Das Hauptproblem ist, dass die behindertengerechten Wohnungen, die rollstuhlgerecht sind, die haben halt schwierig vom ganz schwierig vom Privatinvestor zum Drang, weil es einfach ganz einfach, diese Wohnungen behindertengerecht umzubauen, ist einfach in der Bauphase mit 4.000 bis 5.000 Euro teurer. Von dem her macht es für den Privaten relativ wenig Sinn, beziehungsweise ist relativ unattraktiv. Und da ist halt der Staat und die Stadt auch gefordert, das ein bisschen mitzumachen. Gut, von meiner Seite war es das dann. Also, okay, danke. Dann kommen wir gleich zu unserem Listenplatz 4, der Andrew Eichler. Andrew, deine Bühne. Servus beieinander. Mein Name ist Andrew Eichler, bin 50 Jahre alt und komme gebürtig aus Leipzig. Bist du lauter, wie es geht? Ja, bin jetzt 20 Jahre in Bayern, kann aber noch kein Bayerisch. Wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Vom Beruf bin ich Zerspannungsmechaniker in der Audi AG. Zurzeit als Gruppensprecher tätig in der Dauernachtschicht. Meine Hobbys sind Skifahren, Fußball, Tennis und Wandern.
Ich bin im SVI, Abteilung Tennis. Und macht mir auch viel Spaß, so, wie man es zeitlich hinbekommt. Wofür setze ich mich ein? Also, ich habe mich mehr dem Gebiet der Infrastruktur gewidmet. Ich setze mich einfach die Ausweitung des öffentlichen Personennahverkehrs, weil für die ländlichen Regionen und Ortsteile, die man halt schlecht erreichen kann. Der Bürgerbus mit 2 Fahrten am Tag in der Woche erscheint mir ein bisschen wenig. Weil es gibt Leute, die haben halt mal an einem anderen Tag einen Arzttermin und haben niemanden, der sie fährt oder haben nicht das Geld für ein Taxi und müssen halt die Möglichkeit haben, täglich, möglichst täglich irgendwo in eine nächstgrößere Stadt zu kommen, wie Ekostadt oder Pfaffenhofen. Deswegen wäre es schön, wenn auch abgelegene Ortsteile täglich mit einer Buslinie erreichbar wären oder von mir aus eine Bahnanbindung, wenn es möglich ist. Dafür werde ich mich auf jeden Fall stark machen. Außerdem bin ich für die Erweiterung der bestehenden Radwege, weil es gibt Radwege, habe ich gesehen, die hören einfach auf. Da fehlen vielleicht bloß noch 100 Meter bis zur Ortschaft. Das könnte man eigentlich mal ein bisschen vervollständigen, anbinden. So teuer wird das nicht sein, Geisenfeld ist eine reiche Gemeinde. Und auch für die Schaffung neuer Radwege. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel das Gewerbegebiet nicht dort bekommen, da war ein Radweg im Gespräch. Den könnte man eigentlich trotzdem bauen. Und das Geld dafür muss man halt mal in der Hand nehmen. Das wird schon irgendwo möglich sein. Das ist ein gefährlicher Weg bis zur Birkenheide, speziell Birkenheide der Weg, weil ich da selber öfters lang fahre. Und wenn da viel Verkehr ist, wir fahren dort Radweg mit den Kindern, dann wäre der Radweg was Schönes. Zumal hinten bei den Weihern gehen ja wieder Radwege weiter. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass das eine feine Sache wäre. Und das andere, was ich meine, ist zum Beispiel Ortsausgang Hauptstraße Richtung B16 Brücke hoch. Da ist der Radweg, der einfach aufhört oder anfängt dort an der Brücke. Die 100 Meter, die müssen ja auch noch machbar sein. Ob das ist links oder rechts, das ist eigentlich erstmal egal. Vor allem würde ich einmal was tun für die erhöhte Verkehrssicherheit für unsere Bürger und Kinder, gerade an Ortseinfahrten wie Ilmendorf, wenn man von Engelbrechtsmünster kommt, Richtung Ilmendorf rein. Die haben zwar überall die Tafeln stellen mit der Geschwindigkeitsanzeige, aber was sollte man zu Stoßzeiten vielleicht mal öfters mal einen Blitzer hinstellen, weil die Leute fahren ja doch in ziemlich hoher Geschwindigkeit rein. Und wenn dort Kinder spielen, ich habe ein kleines Kind, dann ist das schon ziemlich gefährlich. Das könnte man also die Intensität der Messungen könnte man mal ein bisschen erhöhen, das wird nicht die Welt kosten. Weil man kann nicht immer alles baulich verändern mit Porlern oder irgendwelchen Blumentöpfen, das ist immer schwierig, aber mal öfters mal so einen Blitzer hinstellen, dann hilft das auch. Wenn wir schon bei der Erhöhung der Verkehrssicherheit sind, sollte man vielleicht mal an manchen unübersichtlichen Kreuzungen überprüfen, die Verkehrsführung, ob das alles optimal ist. Oder Verkehrszeichen, ob die alle dahin gehören. Nicht, dass manche zu viel sind oder manche zu wenig, das sollte man mal optimieren. Mal drüber nachdenken. Des Weiteren setze ich mir für den Ausbau von Mobilfunkverbindungen ein. Weil ich habe festgestellt, es gibt Netze, da hat man gerade ein bisschen Empfang. Manche haben gar keinen Empfang. Manche haben guten Empfang. Das sollte man versuchen, flächendeckend alle Netze gleich stark zu machen. Wenn man schon mehrere Netze hat, sollte man ungefähr dieselbe Stärke der Netze haben. Ich habe es in Rotteneck erlebt vor 2 Tagen. Ich hatte mit Vodafone überhaupt keinen Empfang. Ich musste mir ein Telefon ausleihen, damit ich in der Arbeit anrufen konnte. Und der Netzanbieter, der hier schlechten Empfang hat, den hatte ich früher selber, der hat auch prima Empfang gehabt. Und alles solche Sachen. Außerdem lückenlosen Breitbandausbau, da wird schon lange drüber geredet in der Politik. Das ist eigentlich in anderen Ländern, die schwächer sind wie Deutschland, schon Standard. Selbst in Russland und Afrika, überall. Aber hier schaffen sie es halt nicht, flächendeckend ein Internet-Breitbandausbau zu machen. Und zwar für Privathaushalte und für Gewerbetreibende. Nicht bloß vorrangig in manchen Regionen für Gewerbetreibende. Weil die Privathaushalte können erstmal bleiben, wo sie sind. Das sollte man dann schon für alle machen. Und bevor wir alle noch 5G-Netze schreien, geht ja wieder ums Geld und Lizenzgebühren, sondern erstmal die bestehenden Netze
so weit voran bin, dass man überhaupt vernünftig im Internet surfen kann. Letzter Punkt, ich bin ausdrücklich gegen eine Privatisierung von kommunalen Wasserversorgung und Abwasserentsorgungsunternehmen. Sowas sind lebenswichtige Sachen, die gehören einfach in kommunaler Hand zum bezahlbaren Preis. Das sollte nicht kommerziell für Profitmacherei oder Profitgier ausgenutzt werden. Und dafür machen wir auf jeden Fall stark, dass das in kommunaler Hand bleibt, weil solche Themen kommen öfters mal wieder hoch mit Auslagerung in oder Privatisierung von solchen lebenswichtigen Versorgungsunternehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, danke Andrew. Dann kommen wir zu unserem Listenblatt 5 an Jens Kegler. Jens, bitte. Servus miteinander. Ich bin Jens Kegler, 51 Jahre alt, verheiratet, einen 13-jährigen Sohn. Ich arbeite bei Kaufland Logistik seit 25 Jahren und bin dort im Betriebsrat mit tätig, ehrenamtlich. Meine Hobbys: Tennis spielen, Motorradfahren und Fahrradfahren. Jo. Ehrenamtlich mache ich noch einen Abteilungsleiter Tennis beim Sportverein Ilmendorf. Und da ist es mir wichtig, da kommen wir jetzt schon zu meinen Sachen, die ich gerne angehen würde. Vereinstätigkeit, wissen wir ja hier in Ilmendorf, ist ganz groß geschrieben. Da kommen wir zusammen, da ist die Gemeinschaft und da lernt man sich kennen. Auch wenn man mal einen Zugereisten aufnimmt, so wie mich. Das ist eine gute Sache, aber ich sehe es immer kritischer, wenn ich sehe, die Jugend, ja, wir haben jetzt noch bei uns in der Abteilung Tennis haben wir noch über 30 Kinder. Aber wenn die dann gerade mal älter werden, dann brechen sie uns weg. Warum auch immer, das hängt natürlich auch mit dem Handy und hast du nicht gesehen, Internet zusammen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was der Sportverein Ilmendorf zum Beispiel, wir haben 272 Mitglieder gehabt letztes Jahr und haben vom Stadt Geisenfeld, das Letzte, was wir gekriegt haben, für Zuwendung, wir haben genau 1 Euro pro Mitglied von der Stadt Geisenfeld fürs ganze Jahr bekommen. Also da würde ich mich einsetzen, dass wir das ein bisschen ausbauen und ein bisschen erhöhen, dass die Vereine von uns wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben. Dann, jo. Dann habe ich noch den zweiten Punkt, Hochwasserschutz. Hochwasserschutz, wir haben es alle mitgekriegt oder viele von uns. 2013 haben wir hier vorne gestanden mit Sandsäcken und da ist der Stauder gestanden mit der Armee und da haben wir uns zusammen Gedanken gemacht und haben gebetet, dass der Damm hält. Seitdem sind 7 Jahre vergangen und es ist nichts passiert, außer dass man wieder eine Firma beauftragt hat. Zurzeit ist es eine Firma beauftragt worden, Grundwassergutachten in Auftrag zu geben. Aber ich denke, in 7 Jahren hätte man schon viel mehr erreichen können. Und es ist eigentlich nur ein Glück, dass es bei uns nicht wieder so viel geregnet hat. Sonst wären wir nämlich schon lange da abgesoffen. Und meine Motivation zum Kandidatur. Zum Ersten, wir haben hier in Ilmendorf das erste Mal, ich weiß nicht, was Franz für einen Listenplatz hatte, als er im Stadtrat war. Aber ich denke mal, Josef Robin auf Listenplatz 1 hat sicherlich sehr gute Chancen, da reinzukommen. In Stadtrat. Die zweite Motivation ist, als Ilmendorfer brauchen wir nicht viel Motivation, wenn man da 2 Jahre lang verarscht wird und so ein Logistikzentrum da hingesetzt werden sollte. Ich komme zwar auch aus der Logistik, aber das ist ja schon länger her. Aber jetzt zur Zeit, da wo die ganzen der Flächenfraß von allen da angesagt wurde, das ist halt meine Sache, wo ich sage, wer so mit den Leuten oder mit den Bürgern umgeht oder übergeht, der hat halt nichts gelernt und der muss mal abgewählt werden. Also wenn ich da reinkomme, würde ich mich doch schon einsetzen, dass wir da eine bessere Sache hinkriegen und Bürgernähe, wie es alle sagen, zustande kriegen. So, das war es eigentlich von meiner Seite schon. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch was Schönes. Ja.
Dann darf ich einen Listenplatz 6 vorstellen. Wie gesagt, der Martin ist im Schichtbetrieb, der hat eine Spätschicht. Stellen wir kurz vor. Der Martin Weichenrieder kommt aus Engelbrechtsmünster, ist 31 Jahre alt, er ist parteilos. Vom Beruf ist er Fachlogistiker. Seine Hobbys sind Fahrradfahren, Schwimmen und er hat gesagt, meine Heimat Bayern. Wer sagt, Tracht, Tradition, Bayern ist unsere Heimat und den müssen wir uns bewahren. Es darf verschiedene Kulturen geben, aber wir leben in Bayern. Genau so ist es. Er wird sich einsetzen im Falle einer Wahl, da er zu drinsteht für eine Umgehungsstraße, die naturfreundlich ist. Und Entlastung für den innerstädtlichen Verkehrsort, da hat der Kollege auf dem Listenplatz 2, der Schmidt, glaube ich, das Ganze ausgeführt, wie man das machen. Da sage ich jetzt nichts dazu. Entschuldigung. Für eine landwirtschaftsfreundliche Politik ohne sinnlose Einschränkungen und Verbote. Aber jetzt zum Beispiel Düngemittelverordnung. Ja, wir wissen, in Geiselberg werden wir die Düngemittelverordnung nicht kippen können. Das ist eine EU-Sache. Das, wo er mir aber auf dem Herzen liegt, weil er kommt selber aus der Landwirtschaft raus. Er meint aber noch was anderes und das soll ich übergeben. Da brauche ich jetzt das Plakat. Das Plakat hat die drei L's, wie er sagt: Landwirt, Leistung, Lebensmittel. Das heißt, die Landwirte werden ja gerade ein bisschen geschröpft oder mehr geschröpft und kriegen immer mehr Bedingungen, Auflagen und werden verunglimpft, sehr Umweltverschmutzer und so weiter und so fort. Und wir haben schon für unsere Landwirte, und dann kann man noch eins sagen: Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber es ist so, wenn es die Landwirte nicht geben, dann haben wir eigentlich alle nichts zum Fressen auf gut Deutsch. Das muss man auch mal sagen. Genau. Dann der letzte Punkt, was ich dem Martin einsetzen würde, ist: Bürgerliste brauchen eine umfassende Information über sicherheitsrelevante Themen, die unsere Gemeinde betreffen. Er sagt, wenn in der Gemeinde was passiert, ein Vorfall oder was, er findet es allgemein, das ist jetzt nicht nur Geiselberg, sondern allgemein bezogen, bei manchen Gruppierungen wird das eher unter den Tisch gekehrt, dass die Bürger nicht mitkriegen, bei anderen wird es hochgeschaufelt. Ich glaube, wir wissen alle von dem Marien, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein auf das Ganze. Ich sage mal so, wenn einer eine Straftat macht, egal wer die macht, es spielt keine Rolle, wer es macht, der gehört dementsprechend hart bestraft. Und nicht irgendwie einer besser, schlechter gestellt. Jeder mit dem gleichen Maß gehört bestraft. Zack. Genau. Ja, das war's von Martin Weichenrieder. Sabrina, bitte. Servus. Ich bin Sabrina See, ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne in Geisenfeld und ich mache derzeit eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in den Sprachen Deutsch, Spanisch und Englisch. Habe aber auch schon eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialpflegerin oder auch Pflegefachhelferin. Und meine Hobbys sind Snowboarden, Schwimmen, Fahrradfahren und auch meine Familie und Kontakte pflegen. Wenn ich gewählt werde, würde ich mich für mehrere Sachen einsetzen, zum Beispiel mehr Mitspracherecht der Bürger in der Gemeinde, sowieso bei großen Projekten. Und dies würde ich zum Beispiel machen durch Befragungen, durch Infostände oder auch Facebook-Gruppen. Auch würde ich gerne die Jugendbetreuung und Freizeit fördern. Ein paar Ideen wären zum Beispiel Umweltprojekttage, um die Jugend ein bisschen mehr aufmerksam zu machen und mehr ihnen beizubringen, mehr Rücksicht auf unseren Planeten zu nehmen. Auch durch Ausbildungstage möchte ich der Jugend ihren Augen öffnen, was sie noch so alles für Möglichkeiten hätten nach der Schule. Auch wäre es wichtig, Kinder- und Jugendbetreuung in den Ferien bei Kindern, deren Eltern keine Zeit haben oder sich auch keine Möglichkeiten haben, sich Urlaub zu nehmen, in diesen Ferienzeiten zu fördern. Meinen Schwerpunkt setzte ich aber durch meine Ausbildung auf die Pflege. Da ich Sozialpflegerin bin und ich diesen Beruf gerne ausgeübt habe, liegt mir dieses Thema sehr am Herzen. Ich war in den Jahren 2014 bis 2018 tätig in der Pflege und habe dadurch viele Erfahrungen sammeln können und habe auch viele Probleme beobachten können. Und diese Probleme waren meistens auch natürlich der Personalmangel, der Zeitdruck, der unregelmäßige Arbeitsrhythmus und die hohen Überstundenzahlen und nicht zu vergessen die physische und psychische Belastung des Personals bei nicht wertschätzender Bezahlung. Und meine Ideen, um diese Probleme entgegenzuwirken, wären zum Beispiel regelmäßige Kontrollen des Geisenfelder Altenheims
um mir selbst ein Bild zu verschaffen, ob der Zustand des Altenheims und die Zufriedenheit des Personals qualitativ den Bewohnern und Patienten zugutekommt. Und ich bei negativer Entwicklung schnellstmöglich zusammen auch mit dem Stadtrat und den Fraktionen reagieren kann. Mangelnde Beschäftigung und Betreuung der Bewohner würde ich gerne mit mehr Einbeziehung der Kindergärten, Mittel- und Realschule kontern. Die Jugend muss mehr aus meiner Sicht herangeführt werden, wie wichtig Pflege ist, aber auch wie vielfältig sie sein kann. Da könnte man zum Beispiel Spieltage einrichten oder einführen, wo mit Senioren Mensch ärgere dich nicht gespielt wird oder auch Bastelrunden für Fasching oder auch Weihnachten. Und auch wäre es mir ein Anliegen, mehr Helfer vor Ort auszubilden und zu fördern. Auch das Thema Erste Hilfe ist für mich sehr wichtig. Dies könnte man auch bei einem bestimmten Alter den Kindern und Jugendlichen in der Schule beibringen und würden so Ersthelfer, wie es sie in Unternehmen gibt, ausbilden. Dies war eine kleine Übersicht über mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ja, schönen Abend noch. Dann machen wir weiter mit der Vorstellung von unseren Landratskandidaten. An Klaus Stauthammer, also wie gesagt, die AfD stellt auch einen Landratskandidaten. Wir stellen nicht nur auch einen, wir stellen wirklich einen guten Mann, manche kennen, die auch mit ihm schon in der Berlin-Fahrt gewinnt, die wo er vom Hubhaus macht, das kannst du dann selber noch ein bisschen verzeihen. Wie gesagt, manche kennen, der Klaus ist ein top zuverlässiger Mann, ich arbeite mit ihm jetzt schon über eineinhalb Jahre zusammen. Wenn man braucht, dann springt der Klaus und ist da, aber jetzt ist er selber dran. Aber du hast nicht. Ja. Also, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Klaus Stauthammer. Ich bin 53 Jahre alt. Beruflich bin ich Büroleiter beim Johannes Huber. Das ist euer AfD-Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Pfaffenhofen, aber auch für den Landkreis Freising und auch für den Landkreis, also den Teillandkreis Schrobenhausen. Das sind ungefähr 250.000 Einwohner, die wir betreuen. Wir haben zwei Büros. Das eine Büro, das ich betreue, ist in Rohrbach, in der Lilienthalstraße. Das andere Büro ist bei Freising, ist in Pulling. Und ich bin zuständig für den Landkreis Pfaffenhofen und eben auch für den Landkreis Schrobenhausen. Wenn die Bürger Anliegen haben, es kann ein politisches Anliegen sein, kann mit der Partei zusammenhängen, kann aber auch ein allgemeines Anliegen haben, dann können sich die Bürger an ihren zuständigen Abgeordneten wenden, in dem Fall an den Bundestagabgeordneten. Das muss kein Bundesthema sein, kann natürlich ein Bundesthema sein, da sind wir gerne dran. Das kann aber auch ein Landkreisthema sein oder im Ende auch ein persönliches Thema. Also wenn irgendeiner meint, er braucht Hilfe von einer politischen Partei, in dem Fall die AfD, oder er braucht Unterstützung für eine gewisse Lebenslage. Wir haben immer für alle Bürger ein offenes Ohr und deswegen haben wir auch zwei Büros, weil wir das einfach besser streuen können in so einem großen Flächenlandkreis. Den Josef hat schon angesprochen, wir machen ab und zu Berlinfahrten, das heißt, wir fahren mit Bürgern aus dem Landkreis, immer so mit einem Bus, das sind dann so 50 Personen, nach Berlin und schauen uns dort den parlamentarischen Betrieb an. Ist auch ein bisschen Kultur dabei, das heißt, wir besuchen vielleicht das eine oder andere Museum oder ein Schloss. Ich sehe hier ein paar Leute, die waren schon dabei. Bis jetzt hat es allen ganz gut gefallen. Es ist keine Parteiveranstaltung, sondern es ist eine Veranstaltung, die eben die Demokratie oder das Demokratieverständnis oder den Einblick in den Bundestag, in den Ablauf dieser Arbeit der Parlamentarier fördern soll. Und diese Reisen, die werden auch von der Regierung bezahlt, also nicht von der AfD. Es gibt manchmal so Gerüchte, dass die AfD das übernimmt, aber jeder Abgeordnete bekommt Reisen und diese Reisen werden vom Bund bezahlt und kosten dem Bürger dann eben auch nichts. Also wenn einer Interesse hat, kann er sich vielleicht nachher bei mir mal melden, dann können wir mal drüber plaudern. Was wichtiger ist, sind meine Ziele. Ich habe ja hier eine Landratskandidatur und will vielleicht ein bisschen was erreichen für den Landkreis. Meine Ziele habe ich hier mal aufgeführt, vor allem voran die Ilmtal-Klinik. Dann das weitere wichtige Ziel ist der ÖPNV, der hier, wir haben es gehört, vernachlässigt wurde. Der war auch ganz früher mal besser, aber dann wurde lange nichts gemacht. Da können wir gleich mal drüber reden.
dann setze ich mir ein für sinnvolle Energieversorgung im Dialog mit allen Bürgern. Das heißt, es soll von oben nichts aufoktroyiert werden, wie es jetzt vielleicht andere Kandidaten vorhaben. Machen wir dann auch gleich. Ich gehe es jetzt erst einmal durch. Kreiswohnbaugesellschaft ist ein Thema, das mir am Herzen liegt. Ich habe früher auch im Baubereich gearbeitet, habe mein eigenes Unternehmen gehabt und habe da einige gute Sachkenntnisse über die Themen und könnte mir hier vorstellen, dass man zum Beispiel bei der Wohnungsnot oder bei sozialem Wohnbau oder auch beim behindertengerechten Wohnbau was erzielen könnte, wenn man das auf Kreisebene stellen würde. Andere Landkreise haben das auch. In einem Landkreis Pfaffenhofen gibt es das nicht. Gerade bei der Wohnungsnot wäre da vielleicht irgendwas machbar. Dann großes Thema Landratsamt, Umstrukturierung. Dörfer in der Region stärken, das ist auch eine aktuelle Sache. Man will ja die Regionen, die ländlichen Regionen mitnehmen. Nicht nur die urbane Entwicklung soll voranschreiten, sondern die ländliche Region soll nicht abgehängt werden. Ein wichtiges Thema hier im Landkreis. Nächstes Thema wäre Umweltschutz, da kann man auch noch was dazu sagen. PFC-Belastung hier in der Gegend und die Sicherheit in der Region. Aber ich gehe mal auf die Übtalklinik. Die Übtalklinik ist ja bekannt, wird saniert in Pfaffenhofen. Also Komplettsanierung, das heißt, der Klinikbetrieb geht weiter, aber zwischendurch werden einzelne Stationen komplett umgebaut und auf einen modernen, neuen Stand gebracht. Das ist eine mega Aufgabe für den Landrat, auch für den Kreis, auch für die betroffenen Patienten wird es eine kleine Umstellung geben, die natürlich so gering wie möglich gehalten wird. Aber die ganze Sanierung, die kostet 70 bis 100 Millionen. Das ist der Kostenrahmen, der vorgegeben ist. Und wird länger als die Legislatur dauern. Man geht von 7 bis 8 Jahre aus. Und dann sollte die Klinik auf dem allerneuesten Stand sein. Sollte auch attraktiv sein. Sollte die Fallzahlen halten. Das ist für Klinik immer sehr wichtig, dass die Fallzahlen nicht absinken, weil die Fallzahlen, die bringen die Erlöse. Ja, meistens sind ja Kassenpatienten. Und für jede Behandlung wird ein bestimmter Kostensatz festgelegt und davon speisen sich die Kliniken und davon werden eben die Erlöse erzielt. Die Klinik ist in der jetzigen Form seit Jahren defizitär, das heißt, es entstehen Millionen Verluste, die trägt der Kreis, die tragen alle Bürger hier, das Steueraufkommen, das im Landkreis reinkommt, auch die Kreisumlage, die ist dazu da. Die Klinik, die Verluste der Klinik auszugleichen. Das große Ziel wird sein, diese Verluste zu reduzieren und aus meiner Ansicht nach kann man das auch gestalten, indem man die Attraktivität der Klinik noch weiter erhöht. Das heißt, so wie es jetzt ist, ist ein älteres Klinikum, funktioniert gut, dort wird sehr gute medizinische Versorgung betrieben, aber die Räumlichkeiten sind eben schon veraltet. Das wird bei der Sanierung berücksichtigt. Mein Konzept wäre, zusätzlich zur Sanierung noch ein Versorgungszentrum dazu zu bauen, ähnlich wie es in Mainburg jetzt gemacht hat. In Mainburg funktioniert es bisher ganz gut. Es wird akzeptiert, dort kann man bessere oder weiterführende medizinische Versorgung oder das Angebot der medizinischen Tätigkeiten erhöhen. Man kann das Sanitätshaus mit reinnehmen, man kann Tagespflege mit reinnehmen. Und man kann eben auch Apotheke mit reinnehmen. Also der Gesamtstandort wird dadurch, weil es ja in unmittelbarer Nähe ist, gestärkt aus meiner Sicht. Und das wäre eine sinnvolle Investition in die Gesundheitsvorsorge hier. Zweites wichtiges Thema ist der öffentliche Personennahverkehr. Der Kollege hat schon angesprochen, hier gibt es offensichtlich bloß zweimal in der Woche einen Bürgerbus. Das ist, ich weiß nicht, ob er auf Linie ist oder ob er auf Rufbusbasis ist. Meine Vision ist, dass man den öffentlichen Personennahverkehr in der Region deutlich attraktiver macht. Das heißt, man muss in die Taktung, in der kürzere Taktung investieren und man muss diese Haltestellen, die angefahrenen Punkte deutlich attraktiver machen und man muss den Bürgern ein besseres Konzept anbieten. Das kann sein, ein Jahresticket zu einem bestimmten Preis. Das kostet immer die Vorstellung von so einem 365-Euro-Ticket.
Auch dieses Ticket muss relativ einfach verfügbar sein. Man darf nicht, wenn man eine Fahrt macht, zwei, dreimal ein Ticket lösen, wenn man jetzt in eine größere Stadt wie München oder Nürnberg oder Ingolstadt, da muss man ganz einfach die Verkehrsverbünde, die von außen hier reinwirken, der MVV oder der Ingolstädter Verkehrsverbund, Münster hat es jetzt übrigens vorgemacht, die muss man mit reinnehmen und muss den Leuten eben ein attraktives Angebot machen, ein einheitlicher Ticketpreis und vor allen Dingen auch ein preisgünstiges Ticket. Dann wird der öffentliche Verkehr eventuell interessanter, die Taktung muss stimmen und es müssen relativ viele Stationen im Landkreis, auch die kleineren Ortschaften, mitgenommen werden. Das ist ein Ziel, das viel Geld kostet, aber ich glaube, es ist ewig vernachlässigt worden in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten zwei Jahrzehnten. Und der Individualverkehr, der wird wohl abnehmen, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen muss man diesen Nahverkehr, den man öffentlich betreibt, stärken. Es wird nicht ganz einfach werden, weil es Konzessionen an Busunternehmen gibt, die jetzt noch bestehen, aber mit der Zeit auslaufen. Und diese Busunternehmen, die braucht man ja dazu, um Fahrer zu haben, um Material zu haben, Fahrzeuge zu haben, damit man den ganzen Betrieb aufrechterhalten muss. Und da muss man eben die Waage finden, dass diese privaten Unternehmen auch mit der öffentlichen Hand ganz gut zusammenarbeiten können. Aber es ist ein hehres Ziel. Das muss man schauen, ob man das in der Legislatur auf die Reihe bringt. Die jetzigen Planungen, die da im Vorfeld schon laufen, die sind langfristig angelegt. Das heißt, in zwei, drei Jahren ist erst die Evaluierung zu Ende. Also die Untersuchung, welche Strecken wie machbar sind, sollte man beschleunigen, weil sonst auch die Struktur hier, dass man den öffentlichen, dass man die Städte mit den Gemeinden verbindet oder mit den kleineren Ortschaften verbindet, sonst nicht so funktioniert. Bei der Energieversorgung haben wir das große Thema regenerative Energien. Im Süden ist es vielleicht ein Thema, das die Bevölkerung mehr trifft als im Norden. Wir haben momentan die Diskussion im Landratsamt, ob Windkraftanlagen im Firnbacher Forst gebaut werden. Also die Genehmigungsverfahren sind dann noch am Laufen. Wird sich in der alten Legislatur, ich denke, nicht mehr entscheiden. Wird der neue Landrat entscheiden müssen, beziehungsweise wird das vielleicht auf gerichtlichen Wege austragen müssen. Hier im Norden ist es weniger das Problem mit den Windkraftanlagen, weil die Bundeswehr hier Überflugrechte hat und da kann man keine Windkraftanlagen bauen, weil das mit dem Flugverkehr sonst in den Konflikt kommen würde. Es gibt da eine Flugüberwachung, also Radarstationen. Es ist eher eine Konzentrationsfläche, die im Süden des Landkreises davon betroffen sein wird. Natürlich ist es so, dass man generell aus meiner Sicht auf diese Windkraftanlagen verzichten sollte, weil wir ja in dem Landkreis speziell eigentlich eine ganz gute Energieversorgung hat bzw. bekommt. Und das sind diese Kraftwerke in Meschen. Die werden 2022, 2023 wieder voll ans Netz gehen. Block 4 und 5 wird dann zugeschaltet und diese beiden Blöcke, die sehr viel Energie erzeugen können, auch sichere Energie erzeugen können, die sind für den südbayerischen, oberbayerischen Raum dann eben zuständig. Die lösen ab die beiden Atomkraftwerke, das eine in Gundremmingen, das dann eben abgeschaltet wird, und wieder zwei. Und ich denke, das sind die wichtigsten Kraftwerke, die wir hier haben. Das sind auch die grundlastfähigen Kraftwerke, die nicht nur die privaten Bürger sicher versorgen, preisgünstig versorgen können, sondern auch die Industrie. Und die Industrie ist der größte Stromverbraucher. Und es ist sehr wichtig, dass dieser Standortfaktor Strom billig bleibt und sicher verfügbar ist, damit die Industrie auch hier am Standort verhaften bleibt und nicht abwandert in Regionen, wo die Stromversorgung besser ist. Das ist zwar ein Beispiel, das jetzt hier für die Region nicht, dass man hier nicht ranziehen kann, aber Wacker Chemie in Burghausen ist der größte Unternehmer, oder das größte Unternehmen mit dem meisten Stromverbrauch. 1% der ganzen Energie aus der Bundesrepublik verbraucht Wacker Chemie. Und Wacker Chemie beschäftigt sich mit Abwanderungsgedanken, weil sie befürchten, dass
die Stromversorgung hier nicht mehr sicher ist oder am Ende dann zu teuer ist. Unternehmen zahlen zwar einen billigeren Strom als private Verbraucher, aber wenn Wackerkernin wegen einem unsicheren Produktionsfaktor Strom geht, dann werden andere folgen. Und das heißt, es hätte schon eine Auswirkung auf unsere Wirtschaft und auf unsere Arbeitsplätze. Und das muss man vermeiden, indem dass man eben sichere Kraftwerke, die grundlastfähig sind, Strom zu jeder Zeit liefern kann, wieder ans Netz nimmt, hier in dem Fall Irsching. Und diese Kraftwerke, die würde ich als Landrat, als Stromversorger priorisieren. Ich würde nicht den Weg gehen, hier Regionalwerke zu schaffen oder auf Windkraft zu setzen, die ja nicht immer verfügbar ist. Und wenn sie verfügbar ist, vielleicht auch nicht diese Qualität liefert, die man am Strom braucht. Es geht einmal mehr Wind, es geht einmal weniger Wind und das wirkt sich dann auf die Qualität der Stromversorgung aus. Kreis Wohnbaugesellschaft wäre ein Thema, um den Wohnungsmarkt oder den Immobilienmarkt hier, der wahrscheinlich noch mehr an Belastungen tragen muss, zu entlasten. Kann man zusammen machen mit Unternehmen, die hier im Wohnungsmarkt tätig sind. Oder man kann es machen mit einer eigenen Abteilung, Bauabteilung im Hoch- und Tiefbauamt, im Landratsamt. Welchen Weg da mal genau gehen könnte, muss man eruieren, was für Möglichkeiten es im Landratsamt gibt. Jedenfalls könnte es hier in dem Bereich, wo die Gemeinden vielleicht nicht fähig sind, dass sie zum Beispiel Altenheime oder behindertengerechtes Wohnen aus eigener Kraft auf die Füße stellen kann, könnte dieser Bereich dazu führen, dass man eine bessere Versorgung hat für sozial schwächere Bürger. Funktioniert aber nur im Zusammenspiel mit den Gemeinden, wenn die Gemeinden eben nicht in der Lage sind. Scheiern wäre zum Beispiel so eine Gemeinde, die haben relativ wenig Geld zur Verfügung und überlegen, wo sie die paar Millionen, die sie überhaben, hineinstecken, in ein Rathaus oder in das seniorengerechtes Wohnen. Da wäre der Kreis gefordert und könnte hier eingreifen. Macht aber nur Sinn über eine Wohnbaugesellschaft, auf der auch der Kreis die Hand hat. Zweite Möglichkeit wäre, kreiseigene Flächen mit einer eigenen zu bebauen. Eine eigene Wohnbaugesellschaft würde hier die Oberhand gewinnen, könnte man auf so einer Ebene eben auch einsetzen. Das Landratsamt ist eine Behörde, die ist für viele Bürger zuständig, aber nicht nur für Bürger, sondern auch für Unternehmen, für Landwirte. Es gibt einige Ämter, die da dranhängen. Und das Landratsamt ist von der Struktur her noch nicht so digital, wie es vielleicht sein könnte. Es gibt also einen Begriff, der nennt sich E-Government, den wenden viele Gemeinden schon an, auf Gemeindeebene oder Kleinstadtebene. Landratsämter tun sie da immer ein bisschen schwerer, weil die eine ganz andere Struktur haben, die ist viel komplexer. Aber was am Landratsamt Pfaffenhofen fehlt, ist eben eine schnellere Entwicklung hin zum E-Government, damit die Bürgernähe entsteht, die man braucht, damit auch Prozesse, die mit Genehmigungsverfahren zu tun haben, in Zukunft schneller gehen und vielleicht auch von zu Hause nachts um 10, wenn ich Zeit dafür habe, gemacht werden können. Es spart Wege, Zulassung zum Beispiel von Autos kann man, wenn man ein E-Government hat, von zu Hause aus erledigen. Bauanträge kann man schneller erledigen in der Zeit. Also mir schwebt vor, dass ein Bauantrag in 3 Monaten erledigt sein muss, was das Landratsamt betrifft. Die Vorlaufzeit in den Gemeinden kommt dazu. Aber das kann man alles erreichen, wenn man es digital aufstellt, das Landratsamt. Wenn man viele, viele Dinge online erledigt. Und das wäre das große Ziel von mir in der Legislaturperiode, das Landratsamt so aufzustellen, dass man fast jeden Vorgang dort digital erledigen kann. Transparenz bei allen Vorhaben steht noch da. Da beziehe ich mich mal auf die PFC-Problematik in Westenhausen. Westenhausen, da waren wir lange dran als Partei. Auch der Bundestagsabgeordnete Huber hat sich mit eingeschalten. Und da haben wir feststellen müssen, dass die Transparenz in dieser Sache überhaupt nicht vorhanden war. Man hat auch keinen Zugang zum Landrat gefunden oder zu den zuständigen Ämtern. Das ist jetzt heute auch noch so. Die Bürgerinitiative, die betroffenen Bauern
die wurden gar nicht einbezogen in das ganze Verfahren. Man hat sie lange Zeit, wenn was festgestellt wurde, danach erst informiert. So etwas darf es nicht geben. Also ein Landratsamt muss sehr informativ sein, gerade bei so sensiblen Dingen wie Gefahrstoffe. Es gab einen runden Tisch, an dem keiner teilnehmen durfte, weder die Betroffenen noch Politiker. So kann man das nicht machen. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass man das Landratsamt bürgernäher macht und eben diese Informationsfreudigkeit deutlich erhöht, damit der Bürger auch weiß, bei Gefährdungslagen, was ihn erwartet oder was betroffen ist. Darf er in der Region stärken? Wir sind ein Flächenlandkreis, sehr zersiedelt. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Da kann das Landratsamt eine Steuerungswirkung entwickeln, wenn man zum Beispiel die Bauern regional fördert, wenn man die dörflichen Strukturen erhalten will oder verbessern will. Das heißt, es gibt Dörfer, die haben überhaupt keine Anbieter von Lebensmitteln mehr, kein Bäcker, kein Metzger. Und da wäre es sehr wichtig, wenn das Landratsamt dazu beitragen würde, diese Strukturen wiederherzustellen und eventuell dort Hilfen gibt, Unterstützung gibt, um auch einem Dorf einmal einen Markt zu ermöglichen, nicht nur der Kreisstadt. Also das heißt, die Bürger, die können dann vor Ort, da wo sie wohnen, vielleicht das eine oder andere einkaufen. Da kann das Landratsamt Zuschüsse geben für einen, der sich dort unternehmerisch betätigen will. Genau. Da sehe ich das Landratsamt in der Pflicht. Da kann man viel tun, da kann man ein Gremium einrichten, das sich auch mal mit dem Thema beschäftigt. Dann wäre dieser ländlichen Bevölkerung mehr geholfen. Also ins Land hinausgehen, in die Gemeinden rausgehen und nicht nur immer uns auf die Kreisstadt konzentrieren, wenn man Förderung hat. Das wäre ein sehr wichtiges Anliegen. Umweltschutz haben wir schon kurz angesprochen, im Wesentlichen bei uns hier die PFC-Problematik. Wir können nachher nochmal über die Polderproblematik reden. Die ist ja hier im Norden vielleicht mehr interessant. Sicherheit in der Region heißt, der Aufwuchs der Polizei, das ist so eine Sache, es gibt keine Polizeikräfte, die hier mit eingestellt werden, das ist eine Sache vom Innenministerium. Da sind, ich habe mal recherchiert drüber, in den letzten 4 Jahren 40 Stellen geschaffen worden. Davon haben die Ingolstädter 20 bekommen und der Landkreis eben auch 20. Und das hat gerade mal ausgereicht, um die Beamten, die in Pension gehen, auszugleichen. Die Aufgaben werden immer vielfältig, immer mehr. Die Bevölkerung wächst, aber wir kriegen vom Innenministerium hier in den Landkreis oder in die Region zu wenig Polizeikräfte. Wird in Zukunft vielleicht auch so sein, dann müsste das Ministerium mehr Geld in die Hand nehmen, ob sie das tun. Ob sie das auch vorausschauend tun, ist eine gute Frage. Deswegen kann man vielleicht beim Landratsamt so eine Art Kommunalpolizei einrichten. Das heißt, man hat Mitarbeiter vom Landratsamt, es müssen Mitarbeiter sein, keine Bürger, die mit speziellen Befugnissen ausgestattet sind und insgesamt, wenn Hotspots entstehen oder wenn Gefährdungslagen entstehen, eben auch mit eingreifen können, um die Polizei dort zu unterstützen. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen jetzt von mir. Das sind die Kernthemen gewesen. Wir können aber gerne in die Fragerunde gehen.